So, yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es ein kleines Video, bisschen ernster. Und ja, ich bin jetzt da drauf gekommen, weil vorher habe ich mir Whiskabasa sein Video angeschaut. Ja, das Video, Official Whiskabasa Video, München. Und genau da danach habe ich mir dann noch Massi sein Video angeschaut. Und ja, ihr werdet es schon gemerkt haben, die Zuschauer, die halt Basa auch abonniert haben, dass ich am Anfang das Lied von seinem Video verwendet habe. Ja, ist ziemlich nice das Lied gewesen. Und deshalb habe ich es auch direkt verwendet. Und ja, Leute, ich habe mir das Video angeschaut. Und was sehe ich? Was sehe ich? Das Video wurde vor 2 Tagen hochgeladen und hat 161.000 Aufrufe. Sieht man das? Ich glaube, spiegelverkehrt. Aber was soll es? 161.000 Aufrufe hat das Video. Sein neuestes Video hat 217.000 Aufrufe. Das Video heißt die unangenehmsten Fragen an Whiskabasa. So Leute, wenn wir jetzt mal das Video vergleichen, die unangenehmsten Fragen an Whiskabasa und Official Whiskabasa Video. Ich weiß nicht, wie es geht. Es ist einfach so traurig. Das Video von Massi hat jetzt auch nach einem Tag gerade mal 30.000 Aufrufe, obwohl er viel mehr haben müsste. Und das Video, in dem Video steckt so viel mehr Arbeit drin. Es hat einen Hintergrund, das von Massi und alles Mögliche. Viel mehr Arbeit steckt drin, so viel gecuttet wurde. Viel mehr Aufnahmen wie in dem die unangenehmsten Fragen Video. Das ist ein Video, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt genau das gleiche, was ich eigentlich gerade mache. Einfach ein Video. Die zwei setzen sich vor die Kamera. Und reden einfach. Hintergrundmusik dahinter das Video und dann passt es. Das war schon das ganze Video. Mehr Aufwand ist es nicht. Durchrendern, hochladen, bam. Fertig war's. Das Video, das andere Official Whiskabasa Video, ich zeige euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt für die Leute, die es nicht gesehen haben. I just wasn't made for degrees. Went home, then I went back early 14. All my friends had new friends and I lived off campus in a dingy apartment on a twin bed mattress. Sucked, but I kept my grades up for a bit. I would kick it with some homies every now and again, but the Laramie cold was keeping me inside. And I was smoking on the green when I needed to write. Wasn't able to sleep or even write without it. And being alone made my anxiety spike. Ja, Leute, man sieht schon, das ist sowas von viel mehr Arbeit und es ist einfach sowas von traurig zur Zeit, dass solche Videos, die wirklich qualitativ hochwertig, viel Arbeit drin steckt, viel gecuttet und was weiß ich, die halt einfach so untergehen. Die bekommen so wenig Aufmerksamkeit. Das neueste Video von ihm, das wird wahrscheinlich 100.000 Klicks mehr haben oder das Doppelte, wie jetzt das, wo so viel Arbeit dahinter steckt. Das ist einfach so zur Zeit. YouTube Deutschland würden jetzt wieder alles sagen. Aber ja, keine Ahnung. Solche Videos gehen halt leider voll unter. Bei mir auch. Man muss schauen. Müsste mal schauen. Das Video, meine Schwester zieht einen Backflip. Hat einfach über 10.000 Klicks bekommen jetzt. Das Video, lebe jeden Tag, wie es wäre sein letzter. Wo ich mir richtig viel Mühe gegeben habe. Wo ich den Text aufgeschrieben habe. Alles Mögliche. Das hat einfach mal nur 250 oder so. Einfach sowas von traurig, Leute. Und ja, macht euch da mal Gedanken drüber. Und ja, keine Ahnung. Man kann zwar nichts dran ändern, aber ja, was soll man machen? Ist halt einfach so. Und hoffentlich ändert sich das bald mal wieder. Dass wirklich aufwendige Videos auch mal wieder richtig geklickt werden.
Der einzige, bei dem das so ist, ist Julian Bam. Der bringt aber jede Woche ein richtig heftiges Video. Hat dafür halt nur eins. Und ja. Das ist der einzige, wo sich die Arbeit wirklich auszahlt. Bei den anderen YouTubern, wenn sie sich wirklich Mühe geben bei einem Video, es geht halt irgendwie unter, Mann. Bei mir auch. Bei so vielen Leuten habe ich schon gesehen. Es gibt so viele kleine YouTuber, die heftige Videos machen, wirklich. Ich weiß nicht, ja, ist so schade eigentlich. Deshalb, ja, wenn ihr so ein geiles Video seht, teilt es auf jeden Fall mit euren Freunden, dass es auch ein bisschen mehr Aufrufe bekommt oder was weiß ich. Aber es ist einfach traurig und ja, keine Ahnung, für den YouTuber ist dann auch irgendwie komisch. Das wollte ich euch einfach mal gesagt haben, keine Ahnung. Lag mir jetzt auf dem Herzen. Schaut euch auf jeden Fall Basta sein Video an und Masti seins. Und genau, demnächst kommt noch das 1000 Abonnenten Special. Keine Angst, das kommt noch. Aber zurzeit, ja, nicht so viel Zeit. Arbeit, Schule und ja, mit Sandro kann ich nur sonntags was machen zurzeit. Deshalb ist es knapp, aber Leute, es kommt und genau, wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich verlinke euch nochmal das Video Lebe jeden Tag, wie es wäre es denn letzter in der Videobeschreibung. Genau, Leute, also, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.